Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Asterix und Obelix XXL Remastered. Wir sind in der Normandie. Und machen jetzt weiter. Und es geht jetzt gleich mal los mit einer Kampfszene gegen Wikinger. Muss ich allerdings noch ein bisschen aufpassen. Irgendwo hier müsste glaube ich sogar noch Zaubertrank sein. In den Kisten oder so. Zumindest war es im Original so. Ein Bällchen. Ist die Frage. Wahrscheinlich habe ich die. Aha! Da ist er. So, dann müsste das eigentlich auch gleich erledigt sein. Schwinde. Scheiße. Muss ich erstmal ein bisschen Abstand finden. Und dann hat das sich hier erledigt. Dann ist hier das Feuer frei, mit dem kann ich dann da hinten auch machen. Jetzt schaue ich, ob hier noch irgendwo Zaubertrank zu finden ist, um die restlichen Kisten hier zu zerstören. Im Original waren die nämlich in den ganzen Kisten drin, war hier anscheinend nicht. Das hier war im Original allerdings auch nicht so. Was drinnen? Nein. Dann machen wir weiter. Jetzt muss ich schnell agieren. Noch warten. Dann geht's jetzt durch. Rutschgefahr. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du es schaffst, die Helme einzusammeln, die auf diesem Abhang verteilt sind. Sollte machbar sein. Die Steuerung ist hier ein bisschen anders als im Original. Wobei die 2000 müssten hier auf jeden Fall machbar sein. Es gibt in diesem Spiel insgesamt 4 solche, ja, nennen wir es Rutschlevel. 2 davon in der Normandie. Noch 2 in anderen, nennen wir es Welten oder Ländern. Das werde ich jetzt allerdings nicht spoilern, das war gerade ein bisschen beschissen gemacht von mir. Ah, ja. Na bravo.
Komm, laber. Ach, ich. Es wäre eigentlich kein Problem, wenn man nicht zu dumm ist. Aber wir beginnen einfach nochmal. Als ob! Das kommt mir aber schon ein bisschen schwerer vor als ursprünglich, aber okay, ich spiele ja auch auf schwer. Früher gab es ja keine Schwierigkeitsstufen. Achtung! Ich. Alle guten Dinge sind drei. Passt. Verdammt. Hat er das Mal 3 jetzt nicht aufgesammelt? Okay. Und nicht geschafft. Scheiße. Das heißt, wir müssen es nochmal machen. Du hast es nicht geschafft, die erforderliche Anzahl an Helmen einzusammeln. Du solltest vielleicht das Transportkatapult verwenden, um wieder hochzukommen und sie einzusammeln, bevor du weitermachst. Dieses Katapult kann bis zu 3 Personen gleichzeitig in die Lüfte befördern. Damit kann man riesen Entfernungen zurücklegen. Und keine Angst vor der Landung. Es besteht keinerlei Verletzungsgefahr. Um es zu benutzen, musst du es besteigen und auf die Aktionstaste drücken. Okay. Das werden wir gleich mal machen. Damit kann man sich dann durch die Luft schleudern lassen. Aber allerdings werde ich hier noch ein paar Ding öffnen, einfach nur um zu schauen, ob da irgendwas Interessantes drin ist, aber es sieht jetzt eher weniger so aus. Nein, okay, den hab ich jetzt nicht, aber egal. Werden wahrscheinlich auch nur Ding drin sein. Achtung, rutscht! Ja. Legio Centurio Helme. Okay, geiler Bug. Lol. Aufpassen, na. Nein. Und ich überspringe ihn. Es ist echt nicht zu fassen. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ja, das kann nichts werden.
sogar noch weniger als davor. Du hast es nicht. Du sollst da und um. Gut, dann auf ein neues. Dann legen wir los. Jetzt haben wir einen Bug, was die Musik angeht. Lol. Jawohl, ich werde das jetzt hier auch ganz gemächlich angehen, damit wir auch ja alles einsammeln, was wir einsammeln sollten. Bisher sieht's gut aus. Okay, das war jetzt scheiße. Egal, ich kann ja die hier einsammeln. Sehr gut. Bisher sieht es nicht schlecht aus. Könnte noch was werden, oder? Du Scheiße, ist so knapp. Nein, auch nicht. Verdammt! Muss man halt wirklich alles einsammeln. Du hast es nicht. Du. Da und um es. Auf ein neues. Wieder der Bug mit der Musik, interessant. Und jetzt haben wir gar keine. Ah, jetzt. Wunder. Bach. Sehr gut. Es wird allerdings wieder so verdammt knapp. Also die 2000, die sind auf jeden Fall schwerer geworden als im Original, weil dort hat man die eigentlich sofort bekommen. Um 200 und irgendwas. Scheiße. Fuck, ist es schwer. Du hast es nicht. Du sollst die da und um. So, jetzt langsam wird's aber langweilig.
Achtung! Ich... Alles klar. Jawohl. Sieht gut aus, sieht gut aus. Und. Das gibt's nicht! Um 11! Verdammt! Du hast es. Du. Die. Da. Und. Um es. Ich hoffe, dass ich das jetzt im nächsten Versuch hinkriege, weil sonst wird das zeitlich verdammt knapp. Meine Fresse. Ich hätte auch nicht erwartet, dass mir das jetzt solche Schwierigkeiten bereitet. Es geht mir da nämlich nur um den Lorbeerkranz, den man danach bekommt. Ansonsten hätte ich gesagt, scheiß drauf. Achtung! Ich geb... So, alles in Ruhe. Ja, gut, den haben wir schon mal verpasst. Sehr sieht das schon mal nicht gut aus. Wenn du die verpassen, wird das wirklich schwierig. Besonders weil wir bisher nur 200 haben. Davor haben wir auch einen, wie soll ich sagen, einen Helm der Centurios verpasst. Da haben wir auch wieder einen verpasst. Die haben wir. Okay, sehr gut. Allerdings habe ich jetzt auch nicht mehr Hoffnung, dass wir hier irgendein brauchbares Ergebnis im Weg kommen. Ja, das hier war scheiße. Das war wirklich scheiße. Du hast es nicht. Du sollst diese da und womit. Gut, wenn ich diesen mal 3 hier sehe, gibt es eigentlich die Möglichkeit, den mal 3 hier jetzt aufzusammeln und zu behalten? Würde das gehen? Nein. Schade. Einfach zeitlich geht sich das niemals aus. Ich probiere es jetzt mal wirklich im Retro-Modus. Vielleicht ist es einfacher. We'll be right back.
sieht bisher sehr gut aus. Jawohl. Es geht sich aus. Komm. Yes! Im Retro-Modus schaffe ich's! Ja. Eine tolle Vorstellung! Hier ist dein Geschenk. Geht doch. Okay, merke, wenn etwas schwierig wird, Retro-Modus einschalten. So, 2 von 11. Jetzt schaue ich erstmal hier hinten. Ja. Das war ein Fail. Nein. Okay, sieht so aus, als müsste ich jetzt nur noch runter. Und es bleibt eingesammelt. Dann machen wir es. Auch. Okay. Lol. Was war das gerade? Ich habe wirklich fast alles eingesammelt. Die haben das wirklich schwer gemacht. Weil hier, wie man sieht, Centurio-Helme sind hier fast gar keine mehr. Also, ja. Ich habe jetzt keinen einzigen gesehen bisher. Den habe ich übrig gelassen. Den da vorne. Und halt ein da. Aber ansonsten ist das so gut wie gar nichts. Hier herrscht gähnende Leere. Abgesehen von dem Helm hier. Gut. Aua. Lass das. Lass das. Mal auf für auf Schwanzlänge. Ja, angeben, wir haben Corona, hier gibt es Mindestabstand. Das gilt auch in der Normandie. So. Wer es noch nicht gesehen hat, hier hinten ist eine Plattform. Mit 4 roten Lichtern. Da habe ich jetzt einen von diesen Schalter, der auf grün gestellt ist. Das heißt, hier hinten, wie man sieht, ist jetzt auch einer auf grün. Und wenn man da jetzt alle 4 auf grün stellt, bekommt man noch was. Das werden wir jetzt natürlich tun. Spawnst du eigentlich auch mal was? Geht
doch. Rob, danke. Das sollte fast mal reichen. Okay, ich weiß, wo der zweite. Der dritte. Schalter ist. Ja, der Part hier wird ausnahmsweise mal ein bisschen länger. Ich möchte das jetzt hier noch fertig machen. So. Gut, der zweite Schalter habe ich gefunden. Also dieses Rätsel hier lösen wir noch und danach werde ich den Part dann beenden. So, oben waren im Original auch keine Bogenschützen. Wobei es mir... Alter, nee. Nein! Ihr wollt mich doch... Mir egal, das Rätsel löse ich. So... das alles ein bisschen zu beschleunigen, werde ich hier durchgehend springen. Auch wenn das hier jetzt nicht unbedingt Sinn der Sache war, dass ich mich wieder verletze. Wie sieht das aus? Jawohl, der hat es gespeichert. Das bedeutet, wir können dann gleich hier bei diesen Bogenschützen weitermachen. Nachdem ich hier allerdings noch von diesem Wildschwein mir ein bisschen was geholt habe. Ich bekomme Aggressionen. Meine Fresse. Vor allem, wir haben in dem Part jetzt in einer halben Stunde fast gar nichts geschafft. So wirklich fast gar nichts.
Abgesehen vom Wikingerkampf ging jetzt nicht unbedingt was weiter. Ja, habe ich ewig gebraucht. Ich spiele jetzt wirklich mal im Retro-Modus wieder. Ah, Gott. Das ist wirklich um einiges schwerer als im Original, aber okay, ich spiele auch auf schwer. Aber die Einstellung werde ich jetzt auch nicht ändern. Sehr gut. Geht mal von der anderen Seite. Aua. Aufpassen, ja nicht treffen lassen. Okay, ich hab sie, jetzt kann ich mich von denen verpissen. Und jetzt haben wir hier solche... wo man allerdings reinspringen kann und die dann von innen besiegen kann. Bam, 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 bam. Und die dann auch. Jawohl. Dann kann ich hier. Hin hier. Dann ist hier alles auf grün. Bedeutet, dass ich jetzt hier hinauf kann. Passt. Na geht doch. Und dann haben wir hier 4 von 11. Und dann können wir auch weiter. Dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch...